Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, liebe Freunde bei Talk mit Sinn. Sie sehen hinter uns, gehst du mal ein bisschen kurz auf die Seite, eine traumhafte Bucht, eine wunderschöne Kirche in der Natur, in der Einsamkeit. Was haben wir heute, Gerhard? Sonntag, den Tag des Lichts. Sonntag, der 17., glaube ich gerade. Ja. Februar, ja. Und wir wollen Ihnen bei Talk mit Sinn nicht nur hier Nahrung geben und fürs Herz und für die Seele, sondern auch für das Auge. Und wenn wir schon an so einem traumhaften Ort leben, dann sollen auch Sie diese Bilder inspirieren. Wir haben eine weitere Runde gestartet, Gerhard, zum Thema Selbsterkenntnis. Es gibt dazu insgesamt 5 Interviews mit Gerhard Feiner. Das erste ist schon veröffentlicht. Und heute sprechen wir über das Wie. Wie drückt sich Selbsterkenntnis in den verschiedenen Bereichen aus? Und so beginnen wir gleich mal mit uns selbst. Und kannst du das ein bisschen haptischer machen, ein bisschen greifbarer? Ein Beispiel hatten wir ja schon. Es geht jetzt weniger darum, dass du ein Beispiel bringst, sondern einfach nur, wie ist dieser Prozess? Wie ist der Prozess der Selbsterkenntnis bezüglich deiner eigenen Person jetzt? Mächtige Frage, ja, eine mächtige Frage. Nun, vom Prozess her ist es eben so, dass ich mir jetzt speziell als Lehrer der vedischen Astrologie anhand meines eigenen vedischen Horoskops sehe, wie sich meine Persönlichkeit, mein Charakter, meine wahre Natur, meine Seele, die ich ja in der Essenz eigentlich bin, ja, welche Eigenschaften die besitzen, was mir hier die Sterne über mich verraten. Und dann weiß ich ja auch aus der vedischen Astrologie oder auch aus dem Leben im Allgemeinen oder auch als Weisheitslehren, welche Eigenschaften es gilt, vielleicht noch mehr zu entwickeln, weil sie schon ganz gut entwickelt sind oder zu behalten. Oder, das ist der größere Part, wo es um Korrekturen geht, weil man eben erkennt, dass man nicht auf Basis der Harmonie oder in Verbindung mit den Qualitäten der Tugenden Eigenschaften besitzt und wo ich dann merke, hoppla, das habe ich ja an mir noch gar nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass ich das habe. Und dann gilt es da mal drüber nachzusinnen, ja, ob das nicht doch sein könnte, dass man diese oder jene Eigenschaft hat, die man vorher an sich nicht gesehen hat. Und plötzlich merkt man, ja, tatsächlich, ich habe das so noch nicht gesehen. Da muss ich auch mal genauer hinschauen. Also es ist ein Prozess der Reflexion dessen, wo ich meine, dass ich stehe, wo ich meine, wer ich bin und wie ich bin und wie ich wirke, bezogen auf eine Information aus einer anderen Quelle, also aus einem Spiegel. Dadurch kann ich mich vergleichen, aber nicht mit anderen, das will ich ja nicht, sondern ich vergleiche mich mit dem, was mir die Sterne oder eine Selbsterkenntnismethode über mich verraten, verbunden mit dem Impuls zu sagen, okay, wo gilt es etwas zu behalten, weil es mich schon, sagen wir mal, in die Kraft bringt? Und wo gilt es etwas zu lassen, ja, oder zumindest zu lernen, wie ich es besser damit umgehen kann, ja, weil es nicht zielführend ist. Das ist okay, also die Basis. Wenn ich in meinen eigenen Worten das vielleicht kurz zusammenfassen darf, es ist Selbsterkenntnis zum Ersten ist schon mal ein Prozess. Ja. Es ist nicht, viele Leute denken, aha, mir ist ein Licht aufgegangen. Das sind die wenigsten Momente. Es kann passieren, dass einem mal so, aha, ein Licht einfach aufgeht. Aber meistens ist es, wie du beschrieben hast, man hört irgendwo etwas, man liest irgendwo etwas. Irgendetwas kommt plötzlich zu einem und dann beschäftigst du dich erstmal damit, ja? Ja, ja, über eine gewisse Weile oder immer wieder, wenn dich etwas daran erinnert, ja. Und dann sickert so langsam, nach und nach, sickert mehr Bewusstsein zu diesem Thema durch, bis du für dich einen Schluss finden kannst. Das bedeutet, der Weg der Selbsterkenntnis erfordert auch Ruhe, erfordert Geduld und erfordert auch eine Art zu leben, die Raum aufmacht, damit du überhaupt in diesen Prozess hineingehen kannst. Ist das so richtig? Ja. Es ist eine lebenslange Geschichte, die wirklich viel Raum erfordert, ja. Und ohne die entsprechende Zeit, Ruhe,
aber auch Stille, Aufmerksamkeit, Zeit zur Reflexion, Kontemplation, aber auch Meditation ist Selbsterkenntnis für mich nicht in der gebotenen Qualität möglich. Das heißt, die heutige Zeit, wie wir leben, das heutige Hamsterrad, ja, der heutige Druck, der heutige Stress ist letztlich kontraproduktiv, wenn jemand den Weg der Selbsterkenntnis gehen will. Oder man kommt irgendwann an so einen Punkt, wo der Druck so groß ist, dass man quasi in die Knie gezwungen wird und dann plötzlich sagt, ich muss was anders machen. Und das kennst du ja sicherlich auch, das können wir ein anderes Mal vielleicht erzählen. Das ist jetzt heute nicht Thema. Also ja, wir leben leider nicht in einer Welt, die uns den Raum öffnet, aber wir müssen es uns selber nehmen. Oder wir kommen irgendwann an den Punkt, weil wir in die Knie gezwungen werden, dann kommt das Thema Selbsterkenntnis so oder so. Doch wie äußert sich Gerhard das Thema Selbsterkenntnis jetzt in Bezug zu anderen? Egal ob jetzt mit der Frau, mit dem Mann, mit den Eltern, mit den Kindern. Wie drückt es sich in Beziehung mit anderen Menschen aus? Ich gehe sofort auf die Frage ein, nur mir kam noch ein wichtiger Impuls zu deinem vorher so wichtigen Punkt, dass sozusagen die Gesellschaft jetzt nicht so darauf ausgerichtet ist, das zu betreiben, das ist ganz klar. Aber wir dürfen uns auch selbst nicht verführen, das möchte ich noch dazu sagen. Ja? Weil wir können uns auch in trivialen Unwichtigkeiten verlieren. Ja? Machen wir einen ganzen Tag meinetwegen, ich übertreibe jetzt bitte mal, Fernseh schauen und Spiele machen und Internet surfen und was weiß ich. Ja? Das kann das ein oder andere durchaus sinnvoll und auch sein und Freude machen. Nur wenn dann das andere, was wir jetzt schwingen, dann zu kurz kommt, dann hat man sich ja selber ins Ausgeschossen. Das wollte ich jetzt nur damit sagen. Also es ist nicht nur die Gesellschaft, sondern wir können uns auch selbst, und das ist meistens sogar der Fall, dass wir uns selbst im Weg stehen. Ja, dazu möchte ich auch einen Gedanken sagen. Nur ist es so, glaube ich, wenn wir in einer Kultur aufwachsen würden, wo wir von klein herauf mitbekommen würden, egal ob jetzt durch Schule oder die Eltern, dass Selbsterkenntnis eine Priorität ist, dass das wichtig ist, dann würde der Mensch wahrscheinlich auch sich automatisch Zeit freischaufeln, weil er wüsste, ich brauche das wie das Zähneputzen. Ja, genau. Aber da wir eben nicht in so einer Gesellschaft leben, ist es natürlich auch schwierig, erstmal zu verstehen, warum brauche ich das überhaupt. Und deswegen sind wir hier und deswegen reden wir darüber. Nee, aber jetzt zu deiner anderen Frage, Auswirkungen Selbsterforschung auf andere. Natürlich ist es ja auch sehr wichtig, wie wirkt man auf andere. Denn nirgendwo passieren mehr Verletzungen als wie in Beziehungen und im Umgang mit den Mitmenschen. Ja? Und mir fällt ja spontan ein Beispiel ein, wie ich noch beratend auch tätig war als vedischer Astrologe. Da hatte ich eine Frau am Telefon, die war sehr aufgelöst. Ja, Herr Feiner, jetzt habe ich meine vierte längere Beziehung, aber die ist schon wieder wackelig. Also ich habe immer nur Pech, ja, mit diesen Männern, furchtbar. Und jetzt sind wir so, fast sind es auch bald 4 Jahre. Und alle meine anderen 3 Beziehungen vorher sind immer nach 4 Jahren kaputt gegangen. Können Sie mal schauen, wann ich endlich mal einen vernünftigen Partner anziehe, weil ich glaube, ich möchte es gar nicht glauben, aber ich glaube, das wird jetzt auch nach 4 Jahren kaputt gehen, diese vierte Beziehung. Tja, und jetzt war dann die Kunst gefordert, wie sage ich es meinem Kinde, weil selbstverständlich hat das was mit dieser Frau zu tun, wie sie ist, ja. Und so bedeutet Selbsterforschung selbstverständlich auch, wie kann ich meine Liebe oder meinen Respekt meinem Mitmenschen gegenüber ausdrücken, ihn achten, ihn erheben, ihn respektieren, ja? Und das ist eine Sache, die wir nicht gelernt haben. Da sehen wir nur, hoppla, jede zweite Ehe wird geschieden, ja, in der westlichen Welt. In Beziehungen wird sehr viel Schmerz erfahren, geschweige denn auch unter den Kindern schon, wie das im Kindergarten und in der Schule schon losgeht mit Hänseln und all diese Dinge. Warum? Wir lernen es nicht. Wir lernen nur produktiv zu sein, ja, oder andere Dinge, die im Leben sicherlich nicht so wichtig sind. Da wird viel Priorität drauf gesetzt, aber auf die Dinge zwischenmenschlicher Umgang, was eben wiederum mit Selbsterforschung zu tun hat. Denn nur mein Beispiel dazu. Mal angenommen,
das Thema der Sprache. Ja. Durch ein falsches Wort kann ich so schnell einen anderen Menschen verletzen. Ich muss ihn ja nicht einmal körperlich verletzen, im Gegenteil. Emotionale Schmerzen sind noch viel, viel schlimmer. Ja. Und wenn ich hier nicht achtsam bin, was ich sage, wie ich es sage, dazu muss ich mir aber erst einmal klar werden, wie bin ich denn in der Kommunikation? Wie habe ich jetzt astrologisch gesagt, einen guten Merkur oder einen schlechten Merkur? Ne? Ein schlechter Merkur meinetwegen, der geht in Tratsch und Klatsch, redet über andere. Ja? Wenn er dann noch verletzt ist durch Mars von mir aus, wird er zynisch, ja? Und macht Späße auf Kosten anderer. Nur, wenn man das nicht an sich weiß, dann wird man halt weiter, ja, wird man halt weiter seine Kommunikation so ausüben, wie man sie tut, und wird andere permanent damit unbewusst verletzen. Und nachdem ja alles aufgezeichnet wird in der Schöpfung, alle unsere Gedanken, Handlungen und Taten, oder auch Worte, Gedanken und Taten, müssen wir dann auch für die Rückwirkungen auch wieder einstehen, und werden wir dann irgendwann im Leben oder im nächsten Leben halt dann mal die Rückwirkungen bekommen, wenn wir gehänselt werden, ja? Oder wenn wir eben angeschrien werden oder verletzt werden, was das beim anderen für schlimme innere Verletzungen, damit meine ich jetzt nichts Organisches, sondern eben das emotionale Gewand, das dann eben Risse bekommt, ja? Dafür müssen wir dann gerade stehen. Und deswegen, ja, das ist aber nur ein Beispiel, gibt es viele, viele Gründe zu schauen, wie wir, also Selbsterforschung zu betreiben, auch mit der eigenen Wirkung auf den Mitmenschen. Vor allem auch deshalb, weil die meisten Menschen ja auch gerne in einer Beziehung wären. Das setzt aber voraus, sich selbst zu kennen, auch mit den eigenen Schwächen, und die auch auszumerzen oder zumindest kontrollieren zu können, weil sonst, ja, müsste man zu der Frau sagen, wird sie in die fünfte Beziehung gehen und ist auch nach 4 Jahren halt auch wieder Feierabend. Ja. Das heißt, Sie merken also, Selbsterkenntnis ist wichtig für sich selbst, aber nicht nur für sich selbst, weil wir sind ja auch Beziehungsmenschen. Jeder hat mit irgendjemandem zu tun. Manches enger, manches nicht so eng. Und dann wirkt sich das natürlich auch aus. Mhm. Aus deinen Worten habe ich herausgenommen, das habe ich mir gemerkt, weil du hast gesagt, emotionale Schmerzen sind schlimmer wie körperliche. Ja. Ich glaube, du hast keine eigenen Erfahrungen große von körperlichen Schmerzen gemacht. Deswegen möchte ich jetzt für Sie, ich kenne das auch anders, also ja. Und vielleicht auch mancher von Ihnen, ja, Sie haben das erfahren. Wir freuen uns, dass Gerhard Feiner das nicht erfahren hat. Ich habe das glücklicherweise, dieser Kelch ging an mir vorüber, und, aber mir hat keine aber Hand jeder, angefasst. Jeder, der das erfahren hat, der weiß auch, dass körperliche Schmerzen auf allen Ebenen Schmerzen hinterlassen. Und so wollte ich das bloß noch kurz darstellen. Es gibt keinen Unterschied. Schmerz ist Schmerz. Und Selbsterkenntnis kann helfen, dass wir eben aufhören, egal auf welche Art und Weise, den anderen Schmerzen bewusst oder unbewusst zuzufügen. Also ist auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel, wenn jemand cholerisch ist und sich nicht unter Kontrolle hat, dann kann er natürlich sagen, ja, der andere regt mich so auf, der bringt mich zur Weißglut, ich habe das Recht, ihn jetzt niederzumachen. So. Er hat mich provoziert. Ja, genau, er hat mich provoziert. Er ist schuld. Ja, ich kannte das auch von früher. Ich habe auch früher allen möglichen Menschen meiner Kindheit, meinem Vater, allen die Schuld gegeben, aber das hat mein Leben nicht verändert. Genau. Erst wo ich, man sagt ja auch, wenn man mit dem Finger so zeigt, dann zeigt immer, wie war das? Drei Finger zeigen auf einen selbst. Also wenn ich jetzt auf Sie zeige, dann sehen Sie einen Finger, aber ich sehe drei, die auf mich zeigen, okay? Und das ist der Bereich der Selbsterkenntnis. Jetzt haben wir noch eine andere sehr, sehr wichtige Beziehung, sollten wir zumindest haben, die Beziehung zu Gott. Und wie kann uns Selbsterkenntnis helfen in der Beziehung zu Gott, Gerhard? Nun, egal welche Religionen oder Weisheitslehren wir nehmen, dann gibt es ja auch sehr klare Äußerungen aus diesen Schriften oder von den Propheten oder von Weisheitslehrern, ob das jetzt Buddha ist oder Jesus Christus oder Guru Nanak oder wer auch immer, dass es sogenannte spirituelle Diebe gibt. Spirituelle Diebe sind Eigenschaften an einem Menschen, die den Weg ins Licht oder zu Gott blockieren. Ja? Zum Beispiel
ist es so, dass Lust oder Ärger oder Zorn oder Anhaftung, ja, wie man einmal meint, dass die Dinge sein müssen, ja, oder auch natürlich das Ego, ja, oder ich glaube, Zorn habe ich auch schon erwähnt, oder auch Unaufrichtigkeit sich selbst gegenüber, ja, das sind Dinge, die den Weg ins Licht blockieren. Das bedeutet, es gibt dann kein spirituelles Wachstum. Da fällt mir auch dazu ein, der berühmte indische Mystiker Paramahamsa Yogananda, er sagte, 90% der Arbeit, die auf der spirituellen Seite zu tun ist, ist die psychologische oder die innere Arbeit, sprich die Selbsterforschung. Ja? Und die restlichen 10%, das ist dann das, was dann noch der letzte Schritt ist, ja, um reinen Herzens sein zu können, wo man dann auf der Basis eines reinen Herzens Gott wirklich schauen kann. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir uns erstmal selbst läutern, damit wir würdig werden, die göttliche Gnade auch empfangen zu dürfen. Und das setzt voraus, dass wir uns bewusst machen, welche spirituellen Diebe wirken denn in unserer Position. Mir ist nur eins eingefallen, auch Gier zum Beispiel. Ja, Gier. Ja, ich brauche das und ich will aber noch das haben. Ja, also wenn ich jetzt nicht das und das habe, dann bin ich aber sauer mit dem da oben. Ja, da gibt es viele Dinge, vor allem die 6 spirituellen Diebe und im Rahmen einer tiefgehenden, gründlichen, ruhigen, achtsamen, Zeit in Anspruch nehmenden Selbsterforschung werde ich das immer mehr erkennen, was da zwischen mir und dem Licht steht, und dann kann ich auf Basis von immer mehr Erkenntnis beginnen, diese spirituellen Diebe, ja, mit Gottes Hilfe immer mehr zu überwinden, weil es gilt dann auch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja? Also es geht nicht ohne das eigene Bemühen. Gerhard, ich danke dir vielmals. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer. Ein für mich zumindest sehr spannendes Thema, sehr gehaltvoll. Und ja, wir beide gehen diesen Weg jetzt schon lange, haben enorm davon profitiert, ja, in unserer Ehe, ja, ja, für uns selbst, ja, im Kontakt mit anderen Menschen. Natürlich haben wir immer noch Baustellen. Ja. Um Gottes Willen, ich möchte kein Bild darstellen. Und ich wahrscheinlich sogar noch mehr wie mein guter Mann. Mit ihm habe ich es sehr leicht. Da, wenn ich hinkomme und du bist, dann bin ich glücklich. Na, lieber nicht. Dann haben wir ja ein Problem zweimal. Okay. Nein, jeder hat seine Baustellen und ich möchte hier kein falsches Bild vermitteln. Und es geht auch gar nicht darum zu erwarten, dass man jetzt perfekt, nee, wird und wie ein unbeschriebenes Blatt. Es geht nicht. Jeder bringt seine Geschichte mit. Aber wenn jeder Bereitschaft hat, hinzuschauen und ein kleines bisschen, nur ein klitzekleines bisschen es besser zu machen, das ist es schon, wo es lang geht. Und mit diesem klitzekleinen bisschen hat sich unser Leben auf so eine Art und Weise verändert und wird es auch weiterhin tun, genau, weil wir dranbleiben. Wir bleiben dran am Weg der Selbsterkenntnis. Wir bleiben dran. Es führt kein Weg an der Selbsterkenntnis vorbei. Und deswegen laden wir Sie ein und besuchen Sie unterhalb dieses Videos, unterhalb dieses Interviews in der Beschreibung den Link. Dort erfahren Sie über verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Gerhard Feiner näher kennenlernen können und wie er für Sie eine Stütze sein kann für mehr Selbsterkenntnis. Und Selbsterforschung. Ja. Gut, in diesem Sinne, lieber Gerhard, vielen Dank. Liebe Bruni, vielen Dank. Interview. Bis bald. Alles Gute. Alles Gute.